Moin Leute, ja, heute mit einem ganz besonderen Gast, Kasra Saragan. Vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und ja, ist für mich schon ein sehr spezieller Termin. Ich habe das sehr verfolgt, was du gemacht hast. Und ich will das jetzt hier auch nicht spielen für die Leute, sondern du bist ja schon auch ein paar Tage hier. Wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt. Und das kommt jetzt so nicht aus dem Nichts. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, bevor wir nachher in die Details gehen, Alter und so weiter, Ja, total. Gerne. ist die Bezeichnung richtig? Kasra der Mörder? Nee. Juristisch bin ich natürlich für die Tat mit verurteilt worden. Aber wenn man juristisch auch sich in die Thematik so ein bisschen reinliest, das heißt juristisch, also urteilstechnisch ja, natürlich juristisch eigentlich schon. Nur, Also bist du aber ich faktisch selbst. ein Mörder? Nee, bin ich ja nicht. Ich habe ja keinen Menschen getötet. Okay. Also ich bin ja nur, also in Anführungsstrichen, wir wollen es natürlich nicht klein machen, ich bin ja verurteilt worden als Mitwisser und Mittäter einer Ausführung eines Mordes, weil ich mitwissentlich zu einer Tat gegangen bin, so die Definition des Gerichtes, mitwissend, dass dort jetzt jemand von jemand anderen aus unserer Gruppe, von jemandem aus unserer Gruppe getötet werden soll. Und somit dadurch, dass du das Mitwissen hast und mit der Intention mit dort reingegangen bist und mit dem Wissen, wird es als gemeinschaftlich definiert, juristisch. Aber ich selber habe dem Mann kein Haar gekrümmt, ich habe ihn nicht getötet und Aber was steht im Urteil? Was steht im im Urteil ist Urlaub? gemeinschaftlicher Mord. Gemeinschaftlicher Mord. Aber ich selber hab Menschen jetzt getötet. Also Juristisch bist du ein Mörder? bin verurteilt für gemeinschaftlichen Mordes, ja. Juristisch bist du ein Mörder. Richtig, ja. Okay. Aber du fühlst dich nicht als Mörder, weil du es selber nicht begangen hast und auch sozusagen von der Tat nichts gewusst hast oder dass es zu Ja, einem Mord kommen richtig, soll. richtig, ja. Es wird auch im Urteil auch, ich will das jetzt gar nicht, das kann jeder sich sein eigenes Urteil natürlich darüber bilden, aber wenn wir schon so tief in der Thematik drin sind, was diese Definition angeht, ist natürlich das Urteil spielt eine wesentliche Rolle. Und wenn man sich das Urteil dann noch liest, steht es natürlich auch drin, was meine Tatbeteiligung ist und warum man das so definiert hat und was meine Rolle in der ganzen Geschichte war. Das heißt, juristisch hat man immer eine Headline, ist klar, gemeinschaftlicher Mord, das ist die juristische Bezeichnung, dafür bin ich verurteilt worden. Aber ich habe ja keinen getötet und von daher bin ich für mich ja natürlich auch kein Mörder. Ja. Steht auf Papier, aber ich habe ja keinen Menschen getötet. Von daher, aber so Ich denke, die definiert man es meisten dann. auch aus meiner Community oder die neu dazukommen, die werden wissen, es geht um den Wettbüromord. Ja. So heißt er vor, ich glaube, auch schon in Ja. Berlin einer Auch der krassesten Fälle. ja, auf jeden Fall auch Expect-Mord genannt. Expect-Mord, so hieß ja Expect, damals dieses Wettbüro, ja. okay. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, in so ein Interview einzusteigen, gleich Ja. mit so harten Fragen. Du warst Kronzeuge in dem Prozess, da gehen wir da später drauf ein. Bist du Kronzeuge geworden, um deine eigene Haut zu retten? Ja, natürlich. Also, und da sind wir schon ganz tief im Thema. Da hast du recht. Natürlich, klar. Ich wollte mich retten vor einer Verurteilung und für eine Tat, die ich so nicht begangen habe. Na klar. Du bist natürlich, ich stand im Raum, dass der Haftbefehl und auch die Anklage, die dann später zugelassen wurde und auch dann so vor Gericht verhandelt wurde, hat ganz klar gesagt, das wussten alle und alle sind damit Intention reingelaufen, den Mann zu töten. Und das war ja für mich ganz klar und auch für andere, das habe ich auch ganz offen kommuniziert vor Gericht, ja nicht der Fall. Deswegen habe ich natürlich gesagt, ich sage aus, um hier auch klar zu machen, hey Leute, so ist es nicht gelaufen. Die und die Information, die hier auf dem Tisch liegt seitens der Ermittlungsbehörden, die sie so herausgearbeitet haben, ja, trifft nicht zu. Die Definition trifft nicht zu. Die Intention meinerseits und diverse andere trifft so nicht zu. Und natürlich habe ich mich diesbezüglich auch eingelassen, weil am Ende des Tages ist es vor Gericht so, wenn du nichts sagst, gibt es auch nichts, was man berücksichtigen kann und muss und soll. Und von daher war das natürlich ein wesentlicher Bestandteil meiner Intention. Weil es sind ja viele, wenn man sich mit YouTube-Kommentaren beschäftigt, auch unter deinem Video, also mit YouTube-Kommentaren sollte man sich generell nicht Ja, beschäftigen. natürlich, klar. Aber man stolpert ja trotzdem immer mal wieder drüber und dann gibt es natürlich immer schnell Möchtegern-Gangster, die dann sagen so, Ja. ja, der soll ja die Zeit da mal absitzen, weißt du, Ja, hat ja einen auf klar. Gangster gemacht, der wusste ganz genau, worauf er sich einlässt, aber ein Mord ist dann schon immer was anderes, ne? Ein LL abzusitzen, da sind die Leute schnell dabei. Genau.
Ja, es ist natürlich immer schwierig, so eine Kommentare. Das Internet ist mittlerweile eine geistige Kloake zum Teil. Es hat viele Vorteile und viele auch gesellschaftliche Nachteile. Viel Hetze, viel Hate Speech, viel ja, Aufruf zu Straftaten und viel auch Diffamierung, Beleidigung, üble Nachrede. Mich tangiert das relativ wenig, aber ja, das stimmt total. Und jeder hat ja das Recht auf seine Meinung. Wenn sie, solange sie nicht juristisch irgendwie justiziabel ist, kann jeder denken, was er will. Natürlich, wenn einer der Meinung ist, er müsste sagen, ja, warum zieht er da nicht durch und ist Knast und es ist geil und es ist cool. Ich glaube, der ist noch nie in so einer Situation gewesen und weiß gar nicht, wovon er redet. Von daher kann ich so eine Äußerung auch gar nicht ernst nehmen, weil am Ende des Tages kann es ja nur jemand sich so in die Situation reinversetzen, der sowas wirklich auch gelebt hat und auch selbst betroffen war in so einer Situation und sich selber in so einer Situation befunden hat, als Betroffener und auch Bedrohter. Und von daher, weißt du, ist das immer so, ja, weiß dieser Mensch natürlich gar nicht, wovon er redet. Deswegen ist es eine Meinung auf Oberflächlichkeiten und weiß nicht, Schnell geschrieben. schwer geschrieben. Nicht nur das, sondern auch ein schwieriges Mindset, denke ich, was man so grundsätzlich hinterfragen sollte für sich selber. Aber hey, wir leben in Deutschland, jeder hat das Recht auf seine freie Meinungsäußerung, solange sie nicht justiziabel ist auf gewisse Art und Weise. Und wenn er der Meinung ist, das ist cool, sowas dann noch zu machen und dann noch durchzuziehen, in Anführungsstrichen, dann soll er damit fein sein. Ich bin fein mit meiner ganzen Geschichte und mich juckt das überhaupt nicht. Weißt Und bevor ich mache jetzt noch mal die Stimmung zwischen uns ein bisschen kaputt, du? Ah, gar kein Thema. bevor wir dann auch in deine Geschichte reingehen, mit dem Tod eines Menschen und mit dem Leid der Familie verdienst du Geld. Nein. Nein, definitiv nicht. Ich hausiere ja nicht im Sinne von, guck mal da, mit der Junge wurde getötet, ich war, hab das so gemacht. Am Ende des Tages ist es natürlich, die Geschichte war medial sehr, sehr groß, ohne meinen Einfluss. Ich bin damals weggehaftet worden. Berlin war jahrelang voll, die Boulevardpresse, die normale Presse in Anführungsstrichen, Fernsehen, TV, Medien, Internet. Von daher habe ich das Thema ja gar nicht groß gemacht, sondern der Fall an sich hat riesen Wellen geschlagen. Du hast es selber schon gesagt, es war einer der, glaube ich, mit Abstand krassesten Fällen jetzt in Berlin. Leider, mittlerweile passiert ja immer wieder was, aber das war so auch vor laufender Kamera, da jemanden hinzurichten. Am Ende des Tages war es so und habe ich das Thema nicht groß gemacht. Mir war einfach nur wichtig, abgesehen von diesen großen Anfragen, die ich dann im Nachhinein hatte, nach meiner Entlassung seitens der Medien, weil natürlich Interesse herrscht. Man will mit einem Hauptprotagonisten, in Anführungsstrichen, natürlich auch sprechen, was auch völlig nachvollziehbar ist. War es natürlich so, dass mir einfach mal wichtig ist, dass ich meine Sicht der Dinge, nachdem so viele Experten, Juristen, Journalisten ihren Senf dazu gegeben haben, und was ja auch vollkommen legitim ist, aber sie waren am Ende des Tages nicht dabei, war es mir einfach wichtig, als Mittäter und Beteiligter unmittelbar am Tatort und auch Teil dieser Struktur und auch Member dieser Struktur, Hells Angels, Mitglied, einfach mal meine Sicht der Dinge nach außen zu tragen und der Öffentlichkeit zugute zu tun, dass die einfach auch meine Sicht der Dinge haben. Mein Antrieb, meine Intention, mich als Person und nicht immer nur durch Dritte, durch Hörensagen und durch teilweise oberflächliche, teilweise nicht oberflächliche Berichterstattung. Von daher war das erstmal so das Wichtigste für mich, weil es ist ja nie absehbar, ob du damit Geld verdienst. Und das ist natürlich auch eine, sag ich mal so, Behauptung, verdiene ich überhaupt Geld damit? So am Ende des Tages. Ja, es ist vollkommen okay und auf die Frage, da habe ich gar kein Problem mit. Und von daher war das so erstmal das Wichtigste für mich, weil, ja, so, ja. Ist halt auch ein Vorwurf, der auch immer in meine Richtung kommt. Deswegen spreche ich da ganz Ja, offen gar kein drüber, ne? Thema. Es ist ja jetzt auch, du hast ja jetzt auch einen Auftrag, du bist ja auch unterwegs, du möchtest ja auch junge Leute oder Heranwachsende davor Ja, bewahren, klar. einen ähnlichen Lebensweg zu gehen. Aber es ist Ja. wichtig, da vielleicht auch offen drüber zu sprechen, ne? Na klar. Wir gehen jetzt in dein altes Leben. Trennst du auch beide Leben? Sprichst von einem alten Leben, altes Mindset und der neue Kasra? Oder hast du da keine Differenzierung? Bist du Gute Frage. Bin ich ja jetzt immer noch physisch immer noch dieselbe Person wie damals. Ja? Aber natürlich mental, wie du es selber schon sagst, Mindset, wie man schon so schön sagt, ist natürlich jenseits von, also wie Tag und Nacht, ja, schwarz und weiß. Von daher, na klar, es ist eine alte Persönlichkeit. Aber die alte Persönlichkeit hat mich natürlich auch geprägt zu der ich heute bin.
mit all den Taten, mit all dem Kummer, dem Leid, dem Elend, dem Schmerz anderer mir, mein Umfeld zugefügt habe, hat mich natürlich dann auch am Ende des Tages dazu gebracht, dass ich heute der bin, der ich bin. Von daher ist es natürlich ein Teil meiner Geschichte und die will ich natürlich nicht ausblenden und definiere das halt nicht so jetzt mit mein altes Ich, früheres Ich. Ich glaube einfach, ich habe mich upgegradet, ich bin erwachsen geworden, ich habe mich selbst reflektiert in meinen Möglichkeiten. Ich hoffe es, ist immer schwierig, sich selbst zu beurteilen, aber so mein Gefühl sagt mir, dass ich da schon einige Themen angegangen bin jetzt in den letzten Jahren, die ich früher nicht hätte angehen können, weil ich einfach nicht dazu bereit war und auch nicht die Verantwortung für mich selber einfach tragen wollte, um diese Themen zu arbeiten. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr geprägt aus von meinem alten Leben und hat mich heute dazu gebracht, so mein Mindset zu haben, wie es jetzt ist. Und definiere das halt nicht so, wie du das sagst, aber ich weiß, worauf du hinaus willst und das kann man schon sagen, ja. Falls sich jemand jetzt nicht kennt, über dieses Video stolpert, was sind die Bezeichnungen für dein altes Leben? Ich trenne das jetzt mal ein bisschen. Ja, gerne. Den Kasra 1.0, was sind die Bezeichnungen für dich? Welche Begriffe fallen da? Du hast Hells Angels jetzt erwähnt, Ex-Hells Angel. Mhm. Welche Worte gehören noch dazu? Um mein altes Leben zu definieren? Ja. Arschloch. Punkt. Menschlich verkommen, empathielos, rücksichtslos anderen Menschen gegenüber, seinen Liebsten gegenüber und anderen Menschen gegenüber, völlig selbstgerecht, unreflektiert und auch unreif am Ende des Tages und verantwortungslos für sich und seine Mitmenschen. So würde ich mein altes Leben oder mein altes Ich definieren. Und welche Begriffe gehören noch dazu? Also organisierte Kriminalität? Ja, klar, organisierte Kriminalität. Klar, wenn du jetzt auf den Kontext, das Umfeld, war natürlich organisierte Kriminalität, 1%er Club, Hells Angels, strukturierte Gewalt, Gewalttätigkeit als Hauptausführungsmittel, um seine Interessen durchzuführen. Also durchzukriegen, Subkultur. Und was waren die Tätigkeitsfelder? Inwiefern, in welchem Bereich? Also in der organisierten Kriminalität? Naja gut, illegales Geld verdienen. Ne? Illegale Geschäfte tätigen, meistens auf Kosten anderer oder auf Kosten des Staates, unversteuert, was auch immer. Kommt immer darauf an, da gab es ja diverse Sachen. Und ja. Ja, bei Unversteuert, da zieht sich mir der Magen gleich zusammen. Also ja, meine Community weiß, ja, weiß, was da bei mir los war. Also da wurde ich ja nochmal gut rübergeholt, deswegen muss ich da gleich schmunzeln. Mhm. Ja, legt euch nicht mit dem Finanzamt an. Ein absoluter Endboss. Ja. Und ich habe dich jetzt ja schon über Tage kennengelernt. Also aus meiner Sicht haben wir ja super connected. Ich höre dir super gerne zu. Das ist heute eine ganz tolle Ausstrahlung. Auch der Thorsten ist hier hinter uns, bei uns hinter der Kamera. Wir saßen gestern schon zusammen. Du hast eine ganz liebe Frau, Kind. Wir haben uns wirklich ganz toll verstanden. Brot auf Gegenseitigkeit. Dankeschön. Und es ist ja dann immer so die Frage, ich habe Leute auch kennengelernt, so im Milieu, wo man gesagt hat, okay, sehr einfach, ne? Die sind losgegangen, die wussten halt, okay, mit Gewalt, mit Waffe kann ich losgehen und irgendwie kriminell werden. Aber wer mit dir schon ein paar Minuten sitzt, merkt, okay, da ist was im Kopf, das funktioniert, da sind Zusammenhänge, da ist Reflexion. Und ich würde natürlich gerne, dass die Leute das verstehen, okay, warum entscheidet sich jemand, der eigentlich kognitiv das könnte? Also ich schmeiß jetzt mal was in den Raum, ich würde sagen, ja, bitte. Ohne Kriminalität wärst du vielleicht heute ein sehr erfolgreicher Manager, eine große Firma, vielleicht mit, was weiß ich, von 10 bis 50, 100 Angestellten, keine Ahnung, könntest die Leute leiten. Was ist passiert? Warum unbedingt Kriminalität? Oh, da sind wir ganz noch tiefer als vorher. Ich denke, die Entwicklung in Kindheit spielt da eine wesentliche Rolle. Du kannst noch so viel Potenzial haben, wenn du es nicht abrufen kannst, auf den gewissen Spielfeldern, wo du es dir nutzen kannst. Dann gehst du baden mit dem Talent und das kommt nicht zum Zuge. Oder? Aber denkst du, siehst du sich selber, dass du sagst, Mensch, schade, dass ich mein Potenzial in diese organisierte Kriminalität reingesteckt habe, anstatt vielleicht zu sagen, okay, ich gründe eine Firma oder ich steige in einem Unternehmen auf? Ich habe, natürlich, so eine Phase hatte ich auch, wo ich mich, Mensch, scheiße, ich sage es jetzt einfach so einfach, warum bist du denn nicht den Weg gegangen? Warum hast du dies nicht? Aber ich habe mich auch schnell verabschiedet. Das habe ich in Haft gelernt von hätte Fahrradkette oder warum, weshalb. Weil am Ende des Tages führt es dann dazu, dass du dann in so ein Loch fällst
Und das kann ich ziemlich kaputt machen, gerade in Haft. Da habe ich dann mich schnell von verabschiedet. Ich habe es so genommen, wie es war. Habe dann für mich einfach die Sachen dann auch einfach nochmal retroperspektiv aufgearbeitet und bin dann schnell auf den Trichter gekommen, dass ich einfach auch schwerst traumatisiert bin aus der Kindheit einfach gewesen bin und auch gar nicht in der Lage war, als junger, heranwachsender Bube, wie gesagt, mein Potenzial, was du jetzt beschreibst, vielen Dank dafür erstmal für die Blumen, das abzurufen und auch einzusetzen, weil ich halt kein, ich habe keinen Support gehabt von außen, beziehungsweise ich hatte nie die Möglichkeit irgendwie zu sagen, zum Beispiel jetzt Eltern, ja, komm, mach das jetzt, du bist gut, wir supporten nicht da, wir sehen da, du hast auch Stärken, Junge, oder mein Vater hat mich da irgendwo mitgenommen, hin und her. Es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, ey, ich bin alleine aufgewachsen, das hat mit den Eltern nichts zu tun. Ja, aber es ist auch immer eine Charaktersache. Und ich habe hier und da auch meine erfolgreichen 5 Minuten gehabt und war auch nicht unerfolgreich in dem OK, sag ich, organisierten Kriminalitätsgeschäftsfeld. Da habe ich auch mein Potenzial natürlich auch negativ genutzt, für mich damals positiv, aber am Ende des Tages war es natürlich negativ. Aber ja, ich stand mir halt sehr viel selber im Weg mit den Dämonen, die sich dann über meine Kindheit hinaus dann in diese Zeit mit reingezogen haben, die ich nicht abgearbeitet habe, denen ich mir gar nicht so bewusst war. Jetzt im Nachhinein bin ich natürlich auch auf vielen Themen auch auf den Trichter gekommen, konnte das für mich so ein bisschen abarbeiten. Aber damals war ich nicht in der Lage, ich war jung, Erwachsener, sehr mit viel Verantwortung auf den Schultern, neue Ehepartnerin, Kind, wohin geht die Reise. Das wurde ja dann immer intensiver. Ich bin ja früh eingestiegen im Buch. Bei mir im Buch beschreibe ich ja auch meinen ganzen Werdegang. Aber wie gesagt, ich stand mir halt maximal selbst im Weg und konnte dann, sagen wir mal so, bei Beispiel jetzt, du hast Interesse gehabt, mit Lebensmitteln zu arbeiten, du hast mega Bock auf Gastro gehabt, du hast Lust gehabt, ein Geschäft zu führen und dich da voll reinzustürzen. Dann hast du das ein paar Monate gemacht. Aber die Dinge, die du mit dir getragen hast, haben einfach dazu geführt, dass du dich nicht mehr fokussieren konntest, wie einer, der mit sich im Reinen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass dann so Nebenschaukriegsplätze, selbst verschuldet oder von anderen verschuldet, ja, sei es drum jetzt, aber die dazu geführt haben, die mich dann völlig vom Weg wieder zurückgeschmissen haben, kaputt gemacht haben oder einfach vom Weg abgebracht haben. Von daher ist einfach die Probleme, die ich mit mir selber hatte, ja, ich stand mir einfach selber im Weg. Ich würde, du hast jetzt ja die Familie erwähnt, ich persönlich arbeite ja auch viel mit jungen Menschen, mit Heranwachsenden und ich glaube, wenn, ich nenne das mal so manchmal bei mir auf dem Kanal, so ein Wutwalter, wenn der raufguckt, dann sagt so, ja, okay, Migrant, ja, ein Wutwalter, irgendwie so, weißt du, so guckt so rauf und sagt so, ja, Migrant, ah, da kann ich mir schon vorstellen, wie der aufgewachsen ist, Plattenbau, Hartz IV, dann raus, irgendwie. Mhm. Aber deine Geschichte ist doch anders. Du kommst aus Norddeutschland, du bist ein norddeutscher Junge? Ja, ich bin Hamburger Jung, mehr oder weniger. Ich bin in Norddeutschland groß geworden. Norderstedt ist 5 Minuten von Hamburg, Langhorn entfernt. Also es ist eigentlich Hamburg, mehr oder weniger. Also jeder, der Norderstedt kennt, weiß, wovon ich spreche. Und, aber für die, die es nicht kennen, es ist ein kleiner Vorort von Hamburg. Der muss man nicht gesehen haben. Muss man nicht gesehen haben. Lagetechnisch Katzensprung von Hamburg entfernt. Deswegen Hamburg, ja. Und bin dann auch nach Hamburg gezogen später. Und ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Ich bin in keinem Problembezirk groß geworden. Ich habe zwei Eltern gehabt, die gearbeitet haben, die ihre Rechnung bezahlt haben. Wir waren jetzt nicht mega reich, aber waren jetzt auch nicht mega arm. Also ich hatte mehr als eine Hose und zwei Paar Schuhe, keine 10, aber auch nicht nur eins für alles, sondern schon 2, so ungefähr. Und von daher bin ich jetzt nicht im sozialen Brennpunkt groß geworden, wie man das sich jetzt vorstellt, wie der Wutwalter sich das jetzt vorstellt, oder in einem wirtschaftlich sehr prekären Lage, was die Familie angeht, sondern bei mir haben andere Aspekte eine Rolle gespielt, die dazu geführt haben, dass ich mich dann so entwickelt habe, die Jahre darauf in meiner Kindheit, Jugend, Teenie und dann auch jung Erwachsenen und Erwachsenenalter. Und die Wurzeln deiner Eltern liegen wo? Beide Eltern sind Migranten. Meine Mutter ist Deutsch-Chilenin, die kommt aus Chile, Südamerika, und mein Vater ist Iraner sind beide hier mehr oder weniger emigriert. Und ich bin aber hier aufgewachsen, geboren, aufgewachsen und auch sozialisiert. Ja. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, die ist älter, die ist 4 Jahre älter als ich. Und ja. Jetzt müssen wir uns
wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Zu Hause, okay, Arbeiterfamilie, beide Eltern berufstätig. Mhm. Es geht dann los in die Schule. Wie müssen wir uns das vorstellen? Schule, fiel dir das leicht? Bist du reingekommen? Wie sah der Support zu Hause aus? Wie sah vielleicht das Leben auch zu Hause aus? Mhm. Also schulisch war ich bis zur weiterführenden Schule in dem Schulsystem in Norddeutschland, wo ich, also zu meiner Zeit, als ich groß geworden bin, war es so Grundschule, dann gab es dann die weiterführende Schule, entweder war es dann leistungstechnisch, es war halt immer leistungstechnisch orientiert, Hauptschule kennt jeder, dann war es Realschule, mittlere und dann auch Gymnasium. Ich war immer Leistungsträger meiner Grundschule, war ein ruhiger Junge, war sehr wissbegierig, war sehr klar auch, also für Kind, für die Verhältnisse für die Entwicklung und war sehr interessiert, war sehr wissbegieriger Junge und bin dann in die Weiterführende gekommen, das die ersten 1 bis 4, man ist immer von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse dann in dieser Grundschule und ab da geht es dann in der fünften in die Weiterführende, wo auch immer. Und bei mir ging es erst richtig los, so diese ganzen Entwicklungsprobleme, die dann offensichtlich wurden, das ist ja auch ein Prozess, die haben vorher schon stattgefunden, aber ausgebrochen und nach außen haben sie sich gezeigt, dann erst ab der weiterführenden Schule, so Ende zur fünften Klasse auf dem Gymnasium dann. Ich bin aufs Gymnasium gekommen. 11, 12 Jahre alt. Ungefähr, ja. Ich bin jetzt nicht im Kopf, wie alt ich da war, aber ungefähr und vielleicht noch ein bisschen jünger. Aber ab da ging es dann los, wo dann, sagt man, wie man so schön sagt, so Verhaltensauffälligkeiten und die ersten Reibungen. Mit Lehrern, Schülern und ansonsten war ich immer ein Schülerliebling, Lehrerliebling, Leistungsträger, manchmal sogar ein Streber fast. War Bildung wichtig zu Hause? Wurde darauf geachtet? Ja. Meine Vater, meine Eltern sind schon gebildete Menschen und sprechen beide perfektes Deutsch und waren sehr interessiert auch in Entwicklung beziehungsweise in der mehr meine Mutter als mein Vater, aber mein Vater natürlich auch, aber meine Mutter war eine prägendere Person in meinem Leben, was die Entwicklung noch, beziehungsweise Weitergeben von Werten und auch Welche Mindset. Werte? Naja, halt, dass man offen anderen Menschen gegenüber tritt. Ich meine, du hast ja auch eine Geschichte so mit deinem Rechts und sowas alles, das gab es bei uns zum Beispiel gar nicht. Es gab nie Ablehnen von Religionen, Hautfarben oder sonstigen Dingen. Jeder Mensch ist, wie er ist und bei uns gab es halt keine Kategorisierung von Menschen, ja. Und es gab für mich auch nie dieses, ich bin irgendwie ein Migrantenkind und so. Für mich war ich immer, ich bin hier geboren, das gab es gar nicht zu hinterfragen. Und so bin ich groß geworden. Es gab von meiner Mutterseite aus, wie gesagt, die eine größere Rolle gespielt hat in meiner Erziehung, immer dieses, alle mit offenen Armen empfangen, schwarz, weiß, gelb, grün, blau, Männlein, Weiblein, was auch immer. Religion ist völlig irrelevant, was jemand hat oder hat auch keine Religion. Das gibt es keinen, wo man dann Vorbehalt hat, menschlich. Aber gibt's ja auch alles sowas. Und von daher bin ich da sehr open-minded aufgewachsen und auch erzogen worden. Moin Leute, ein bisschen Werbung muss sein. Und zwar checkt in dieser Serie das Buch aus von Kasra, der Perser-Spiegel-Bestseller. Tolles Buch, habe ich zweimal gelesen, ist natürlich unter den Videos verlinkt. Dann unter dem Video verlinkt ist natürlich auch mein Buch, auch Spiegel-Bestseller, Hass macht Gewalt. Gibt es bei King unter den Kongs mit allen anderen möglichen Klimbim. Natürlich alles signiert mit einem lustigen Spruch für euch. Dann Beef Bandits, Dankeschön mit Philipp 10, könnt ihr bei den Beef Bandits mit Philipp 10 10% sparen. Alles rund um Fleisch, Rubs, Soßen und so weiter von meinem Freund Klaus Grillt. Also Dankeschön Leute, checkt das mal aus, wer gerne grillt und natürlich Z Plus, alles rund um Sport, Eiweiß, Proteine, Klamotten, auch dort mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön, Dankeschön an alle Kanalmitglieder, die das hier unterstützen oder bei Patreon oder ein Twitch Prime Abo machen. Dankeschön, Ehre geht raus und jetzt geht's weiter. Dankeschön, Leute. Und mir haben dann andere Rolle, andere Dinge gefehlt dann, die dann okay. Geführt haben. Ne? Wenn du so mir den Elfmeter schon anbietest, ja. Welche Dinge, wenn du heute auf deine Kindheit guckst oder auf das Familienleben, welche Dinge hättest du dir gewünscht oder was fehlte? Jetzt so für die Kindheit speziell war es eine vernünftige Vaterrolle. Mein Vater ist bin ich überzeugt heute. Ist natürlich auch nicht einfach, mit Sicherheit, wenn er das auch so hört, aber es ist einfach, so ist das einfach auch gewesen. Man musste den Ding auch einfach mal so nennen, beim Kind beim Namen nennen.
was aber so, mein Vater ist seiner Rolle mir gegenüber als Sohn, wir haben auch eine Schwester gehabt, wie du auch gesagt hast, einfach nicht gerecht geworden hat. Er hat nicht stattgefunden, war gar nicht präsent als Vater, er war physisch präsent, hat so seine Sachen gemacht, hat arbeiten, war dann da, war dann mal phasenweise, wenn er Lust und Laune hatte, war er dann da, aber er hat nie sich mit mir beschäftigt, als Mensch beschäftigt, hat nie teilgenommen an meiner, ganz, also bewusst teilgenommen an meiner Entwicklung, hat mich nie gefördert im Sinne von, komm, wir machen was, wo hast du Bock drauf, wo kann ich dir helfen, wo kann ich dich unterstützen, du bist mein Junge, werd ein Mann, Werte, diese männlichen Werte mitgegeben, von wegen Verantwortung, Selbstbewusstsein, Disziplin, Verantwortung übernehmen für sein Umfeld, für die Familie, im Sinne von ne, Zusammenhalt und sowas alles. Das gab es alles so nicht von ihm. Er hat als Vater einfach für mich als Sohn, wenn ich das so alles nochmal durchspiele, oder ich habe es ja durchgespielt, einfach nicht stattgefunden. Er war da, hatte so auch so seine 5 Minuten mal, die so ein bisschen heller waren, aber nicht ansatzweise das, was ich als Definition, ich bin ja mittlerweile auch zweifacher Papa, als Vater definiere und auch mit, wo ich sage, okay, das ist ein, ja, wird da seiner Vaterrolle gerecht. Es ist nie einfach, Elternteil zu sein, aber ich denke, es gibt so ein bisschen Basics, die muss man einfach haben und muss man auch einfach an den Tag legen, um auch dem Kind einfach gerecht zu sein, weil am Ende heißt, es ist ein menschliches Wesen, das ist darauf angewiesen, dass es den Elternteil, dass man ihm was mitgibt auf dem Weg. Und das hat aber bei mir einfach nicht stattgefunden. Das ist ja hier kein Format, einfach wo wir eine coole Story erzählen wollen oder Ja, so, klar. sondern der Kanal soll einen Mehrwert machen. Das ist ja auch ganz wichtig für Leute zu verstehen, ist mittlerweile auch in der Wissenschaft, wenn es um Radikalisierung geht oder um Kriminalität, Ja. ist oft eine fehlende Vaterfigur oder ein Ja. gestörtes Verhältnis zum Vater spielt oft eine Rolle. Also das ist immer wieder spannend zu hören. Es ist für Leute vielleicht auch ganz wichtig, ne, dass eine Vaterfigur da ist. Also die hier Väter sind, beschäftigt euch auch. Ja, Ne? definitiv. Versucht da ein Leuchtturm zu sein oder auch ein Fels, dort Werte mitzugeben. Jetzt hattest du aber schon gesagt, so ja, 5., 6. Klasse, ja, fing gewisse Verhaltensauffälligkeiten an. Wie müssen wir uns das vorstellen? Welche Verhaltensauffälligkeiten sind? Da sprechen wir über Gewalt, sprechen wir über Ablehnung, Schule, Elternhaus oder was, welche Auffälligkeiten sind denn da stattgefunden? Naja, ich war dann, bin dann so aus dieser Kükenschule raus. Ich nenne es jetzt einfach mal so, aus dieser Grundschule ist man schon sehr in so einem Kokon, ne? Das ist alles noch sehr kindgerecht und alles sehr, sehr aufgefangen. Du hast 4 Jahre lang dieselben Lehrer, mehr oder weniger. So war es damals in der Schule, wo ich war. Und dementsprechend hast du auch ein ganz anderes Verhältnis gehabt. Und es war alles sehr persönlicher. 4 Jahre Zusammenarbeit mit einem Kind, denke ich, schweißt ja auch. Gibt es auch positiv, negative, bei mir war es halt sehr positiv. Und dann kommst du natürlich in eine Schule, es sind immer dieselben Klassenkameraden 4 Jahre. Und dann kommst du natürlich dann das erste Mal in eine Situation, die du nicht kennst. Du hast ein neues Umfeld, komplett neue Schüler. Du bist mit neuen Lehrern konfrontiert, einer neuen Situation. Alles ist sehr, sehr viel unpersönlicher. Und ich habe von Anfang an Schwierigkeiten gehabt, mich erstmal zurechtzufinden. So, und das hat dann ein halbes Jahr gedauert. Und die ersten Konflikte, die ich hatte, waren so mit den Lehrern, weil die Lehrer das erste Mal nicht so den Umgang gepflegt haben, den ich kannte. Und das war neu für mich. Sondern sehr empathielos teilweise und auch sehr, ja, sozial und pädagogisch wertvoll, würde ich auch nochmal sagen, die Themen mit mir bearbeitet haben, die dazu geführt haben, dass ich da maximal irritiert wurde als Kind, ja, das ist einfach ein Kind. Ja, Und jeder kann Soziales studieren, aber nicht jeder, der Soziales studiert, ist sozial, ne? eben mit Menschen umgehen kannst du nicht lernen. Entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Ja. Und habe auch das erste Mal einen Rassismus erlebt, den kannte ich so nicht. Wie gesagt, die haben es eingangs schon gesagt, habe ich dir erzählt, dass ich da auch so groß geworden bin, dass ich immer war. Und es gab keine Definition von wegen, ja, wir sind keine Deutschen oder dies und das. Wir haben ja auch Deutsch zu Hause gesprochen. Ich spreche auch Farsi, aber wir haben auch Deutsch gesprochen. Mein Vater hat auch spricht perfekt Deutsch. Also es gab da ja, weißt du, für mich war ich bin hier geboren, aufgewachsen. Für mich ist es alles, ich bin einer von euch.
und nichts anderes. Und dann habe ich das erste Mal dieses so Rassismus erlebt in der Klasse. Das hat mich maximal irritiert, da konnte ich nicht mit umgehen. Und das sind natürlich Dinge, die auch für einen jungen Kerl auch verletzend sind. Ne? Wenn du dich da so in deiner Identität beleidigt wirst, Kinder können sehr grausam sein untereinander. Auf jeden Fall. Und das war halt, das so erinnere ich mich heute, sehr irritierend für mich. Und ich hatte keinen, mit dem ich mich da austauschen konnte. Weißt du, das ist dann so, das staut sich dann an. Du hast keiner. Und dadurch, dass, wir haben es ja auch schon gesagt, habe ich es ja auch schon gesagt davor, dass ich keinen wirklich hatte, der sich mit mir da ausgetauscht hat. Und meine Mutter hat viele Dinge richtig gemacht und viele Dinge auch nicht, weil sie es nicht konnte. Ja? Und mein Vater war halt gar nicht zur Gegend. Und ich hatte keinen, mit dem ich dieser Vertrauensperson im Sinne von... Das heißt, ein bisschen alleine gelassen damit. Geht's? Ja, natürlich, klar. Und völlig auch überfordert. Und das ist dann nur eine Frage der Zeit, dass es dann... sich dann ins Negative entwickelt mit der Entwicklung. Und in der Schule gab es auch keinen Lehrer, der mal einen beiseite genommen hat, wo der gesagt hat, Mensch, wie geht's dir und so. Du bist dann einer von vielen, 30 Schülern. Und da ist es eher so, einer, der nicht funktioniert, wird eher aussortiert, damit er die anderen 29 mitnimmt, was auch sehr schade ist. Verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch tragisch. Und weil es natürlich alles menschliche Wesen und auch Menschen sind. Aber, und da waren dann so die ersten negativen Aspekte, die mich dann maximal irritiert haben. Und das hat sich dann so durchgezogen. Einen negativen Move gab es dann nacheinander. Ich kann jetzt nicht speziell sagen, was da immer vorgefallen ist. Aber dann gab es dann mehrere Erlebnisse. Und da hat dann auch meine schulische Leistung darunter gelitten. Und dann war es das erste Mal für mich neu. Ich habe Fünfen geschrieben, Vieren geschrieben. Das kannte ich so nicht. Macht ja auch was mit einem. Ja, natürlich. Das sind so ganz viele, für mich als Kind, sind das ganz viele negative Dinge, die auf einen geprasselt sind, die du gar nicht so kanntest. Ja? Und ich weiß, ist jetzt eine sehr oberflächliche Frage, aber ja. Hattest du einen eher, also jetzt so biodeutsch, wie man das so manchmal sagt, einen biodeutschen Freundeskreis, oder hast du dich dann doch dann zugewandt und hast gesagt, gut, dann umgebe ich mich halt auch mit anderen Migrantenkindern, wenn ich jetzt hier nicht so richtig akzeptiert werde oder ausgegrenzt werde oder Thema Rassismus? Das kam später. Auf jeden Fall, richtig. Aber diese Entwicklung kam später erst. Jetzt bin ich in einem Stadium, ich habe ja nichts definiert und kannte auch nichts anderes. Ich habe sehr, sehr viele biodeutsche Freunde gehabt. Einen Thorsten, einen Sven, an die erinnere ich mich heute noch. Sehr lange Kindheitsfreunde, also eine gewisse Phase, aber schon längerfristig damals gewesen. Und von daher gab es das erstmal gar nicht. Ich habe meinen ersten nicht biodeutschen Freund gehabt, das war auf dem Gymnasium, das war ein Südkoreaner. Mit dem war ich sehr gut. Und da waren dann auch die ersten anderen Migrantenkinder, aber man hat nicht untereinander unterschieden, man hat das auch nie irgendwie kommuniziert. Ja? Irgendwie, später habe ich das dann erst mitbekommen, er hat dann so erzählt von, wir kommen aus Südkorea und so, aber man hat das nie definiert oder so. Erst wenn man älter wurde. Ja, genau. Und von daher war das dann, aber diesen Step, den du machst, von dem du gerade sprichst, der kam dann ein bisschen später, aber er kam dann. Die Reise auf dem Gymnasium ging dann aber zu Ende? Mhm. Ja, das war ein kurzer Trip. Ich bin nach anderthalb Jahren, bin ich dann so knapp zur sechsten hin, bin ich dann runter, weil es einfach maximal nicht mehr funktioniert hat. Heißt aber wieder Schulwechsel? Wieder Schulwechsel nach kurzer Zeit. Anderthalb Jahre ist auch nicht wirklich lange. Und Schulwechsel aufgrund negativer Themen, negativer Entwicklung. Und war natürlich okay. Und ich merke, es funktioniert nicht mehr so. Hier ist schlecht, da ist schlecht, keiner tauscht dich mit mir aus, keiner hat sich da mit mir auseinandergesetzt, keiner supportet dich auf gewisse Art und Weise. Und Eltern enttäuscht gewesen, das Gymnasium? Natürlich, na klar, vor allem mein Vater dann auch enttäuscht gewesen, warum funktioniert er nicht, was ist da los? Meine Schwester war auf derselben Schule wie ich und war Leistungsträgerin. Macht auch was unter Geschwistern? Natürlich, klar, und mein Vater hat ein viel, viel besseres und innigeres Verhältnis zu meiner Schwester gehabt, was mich für sie freut, aber ich als Junge bin völlig da hinten raus oder unten runtergefallen. Und hat natürlich keinen, der mit dir drüber spricht. Weißt du, normalerweise, ich mache das heute auch mit meinen Mädels, wenn irgendwas ist, ich rede mit denen oder beziehungsweise versuche mit denen zu kommunizieren. Und man merkt ja, weißt du, wenn ein Kind nach Hause kommt, es hat einen scheiß Tag gehabt oder ein Mensch, merkst du das ja. Ja, und da geht man hin und sagt, wollen wir drüber reden, was ist passiert, kann ich dir helfen? Und dann im besten Fall spricht sie oder er mit dir darüber und dann bist du natürlich als Eltern, der erstmal am Status Kind aufbaust und erstmal stabilisierst und versuchst, die Thematik oder die Problematik, die es mit sich trägt, erstmal mit ihr abzuarbeiten im positiven Sinne. Und das gab es mir nicht. Und das hat sich dann reingefressen. Wie gesagt, bin dann runter, bin dann auf die mittlere Reife, Realschule. Da war ich vielleicht, entschuldige, dass ich so eine Breche, weil das dürfen wir immer gerne mal machen, so für die Leute, weil wir ja ganz viele auch haben, die sich damit beschäftigen. Mhm. Leute, bitte macht Liebe nicht abhängig von Schulnoten. Ja, also das ist ganz schlimm. Also Liebe geben aufgrund Leistungsunfähigkeit oder Fähigkeit ist
eine sehr perfide Art und Weise, Liebe zu geben. Meines Erachtens ist es keine Liebe, sondern es ist einfach nur manipulativ und höchst ja, perfide auch der Person gegenüber. Und sehr ungerecht und auch sehr unfair. Ja. Total. Gut gesagt. Und ja, dann bist du aber auf der Realschule, bist du dann dort gut angekommen? Welches Alter, dann reden wir jetzt 13, vielleicht eineinhalb Jahre Gymnasium. Ist dann, ja, wenn überhaupt, ja. Altersdenken, ja, wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, denke ich mal so 13, 12, 13, vielleicht auch 11, ich weiß nicht, ungefähr roundabout, ja. Warst du, und wo du auf eine neue Schule kommst, aber warst du so im Sportverein, warst du ein beliebtes Kind oder warst du Außenseiter, warst du Einzelgänger oder schon Gruppe gesucht, auch als Jugendlicher? Naja, Grundschule war ich ganz weit vorne auch, anerkannt, Leistungsträger und auch mit den Schulen, hatte ein gutes Freundesumfeld. Das hat sich ja dann verändert und das ist meistens so in der Schule, wenn du so ein Problemkind bist, wollen sich die meisten Kinder auch nicht mit dir zu tun haben, weil sie dann, ja, dann hast du bist so ein Clinch mit den Eltern, mit den Lehrern, dann musst du rausgehen aus der Klasse, wirst du rausgeschickt, weil du den Unterricht gestörst oder irgendwie im Konflikt mit dem Lehrer bist und solche Sachen und die Kinder merken es natürlich und keiner will so negative Vibes mit reingezogen werden, auch Kinder merken das. Und sortieren dann auch ganz schnell aus. Ne? Und dann hatte ich dann auch Konflikte dann untereinander. Wie gesagt, ich bin dann auch, es kommt natürlich auch von einem selber, dann entwickelt sich sehr negativ, du trägst dann sehr negative Energie mit dir rum und reagierst dann auch sehr, sehr negativ auf gewisse Dinge und hast dich auch einfach im Wesen verändert. Und dementsprechend bist du dann, Negativität zieht immer Negativität an, genauso wie andersrum. Und dementsprechend habe ich dann auch nur Themen dann gehabt, auch dann irgendwann in der Klasse. Bin dann raus, bin auf die mittlere Reife und da war ich ein halbes Jahr. Also das war ein ganz mieses Gastspiel, also es war dann noch schlimmer als vorher. Bin dann da rein in so eine Klasse, in eine laufende Klasse, also es war ja nicht so... Auch sehr schwer. Total schwer, in ein laufendes System gekommen, das heißt, selbst im Gymnasium damals bin ich ja in eine neue Klasse gekommen, wir waren alle neu, aber da ist es so, du kommst in eine anderthalbjährige bestandene Klasse mit anderthalb Jahren Bestand, alle kennen sich, kommen da komplett neu. Nur als Problemkind mehr oder weniger, ich mag diese Definition nicht, aber aus deren Sicht funktioniert gar nicht und das war natürlich noch schlimmer. Ich habe dann gar nicht mehr zugehört, gar nichts gemacht, habe mir dann ein, zwei Jungs mit denen zu tun gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die dann auch so ungefähr waren wie ich und ja, und dann ging gar nichts, zu spät gekommen, nicht da gewesen, geschwänzt und sowas alles und dann nach einem halben Jahr ging gar nichts mehr und dann bin ich dann raus da. Und bin dann auf die Nachbarschule, die gegenüber war, auf die Hauptschule gekommen. Auch viele Wechsel dann, ne? Ja, ganz übel, ganz schlimm. Und das hat natürlich auch was mit einem gemacht, mit dem Kind. Also mich, das macht natürlich mit dem Kind was, also mit mir dann. Und bin dann auf die Hauptschule. Und da war es dann so, da wurde ich dann auch schulerisch nicht besser, schülerisch. Aber dort wurde es für mich gesellschaftlich besser. Weil da habe ich dann das erste Mal, du hast es eben schon gesagt, auf Leute gekommen, so, die sahen so aus wie ich. Und jeder weiß, Hauptschule hat ein anderes Klientel als eine Realschule und ein Gymnasium. Das ist einfach so, ja. Und ohne da jemandem zu nahe zu treten, es ist aber einfach so. Die Erfahrung habe ich aber gemacht, deswegen kann ich das auch so in den Raum stellen. Ist so. Ist so. Und da war es dann einfach so, da habe ich das erste Mal Jungs gehabt, so die so wie ich waren. Die haben mich verstanden, die sahen aus wie ich. Und haben mich auch gleich akzeptiert, so wie ich war. Also auch trotz dieser ganzen Problematiken. Und es hat sich ja in der Hauptschule nicht verändert. Sondern es wurde immer schlimmer. Ja, ist ja nicht so, dass es nur eine Phase war, sondern es wurde dann wirklich auch Programm bei mir. Und, aber da wurde ich dann nicht aussortiert, sondern da waren auch mehrere davon und die fanden das eigentlich gar nicht so problematisch. Und man hat sich dann zusammengerauft und war dann so eine Clique, ja, bestehend aus überwiegend russischen, türkischen Jungs mit mir, mit meinem iranischen, chilenischen Background. Vielleicht als letzte Frage, war das von, dass ihr euch als Clique dann dort zusammengefunden, war das so, wir passen hier alle nicht rein und... Genau. Hattest du das Gefühl, ich passe hier nicht rein, das System ist scheiße, Gymnasium, Realschule, jetzt Hauptschule, scheiß auf die, so, oder wie müssen wir uns die Einstellung zu dem Zeitpunkt vorstellen? So ungefähr, ich habe es natürlich damals, glaube ich, nicht so definiert, aber so im Nachhinein war, glaube ich, war das auch die Intention und gleich gesetzlich gern. Und wir hatten alle unser Päckchen zu tragen und alle Problemkinder, in Anführungsstrichen, und die haben das dann, und die haben sich dann zusammengetan und so war die Entwicklung, ja. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Offenheit, über Familie zu sprechen. Du hast es gesagt, ne? Du weißt ja auch vielleicht, ob dein Vater das guckt, deine Mama, Schwester und so weiter. Ne? Das ist dann immer nicht ganz so einfach. Also Leute, gebt da ein paar Props raus. Wie gesagt, ich checkt auch das Buch auch vom
Kasra aus der Perser Spiegel Bestseller. Ich habe das Buch jetzt zweimal gelesen, sehr kurzweilig, sehr gut. Ich habe es im Urlaub innerhalb von 4 Stunden ein zweites Mal durchgelesen. Ich habe ganz viele Eselsohren drin, noch mit den Fragen, die ich da drin habe. Ja, auf jeder zweiten Seite ist ein Eselohr drin. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Offenheit. Wir gehen gleich dann in den zweiten Teil rein und dann geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen Gangleben los und klicke, aber das wirst du uns gleich erzählen. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier bist, Thorsten. Danke für deine Hilfe und dann, Leute, bis zum zweiten Teil.